Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu Part Nummer 9 von Sons of the Forest. Ja, in dieser Folge sind wir weiter in den Wald hineingegangen und haben dort einen erhängten Mann gesehen, der ein ganz bestimmtes Equipment bei sich trägt. So viel möchte ich verraten. Und ja, des Weiteren bauen wir noch unsere Base weiter aus und erkunden den Wald. Seid gespannt, wie es weitergeht. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Neuer Tag, neues Glück. Neuer Gegner. Mehr kann ich dir nicht geben, außer Waffen. Ja, du kannst ja nur Waffen geben. Wie sagst du, herkommen? Ganz nah, Baby. Jetzt kommt sie direkt zur nächsten. Die zeigt auf irgendwas. Hinter uns. Warte, ich brauche gerade erst was zu essen. Ich glaube, ich weiß nicht, was die gezeigt hat. Alles, du hast Hunger. Auch nicht. Vielleicht sollten wir versuchen, hier vorne auf dem Weg zu bleiben, weil über den Weg kommen wir ja auch direkt dahin. Okay. Also, laut GPS. Ich habe gerade geschlafen, ich bin immer noch hundemüde. Nichts vergessen? Ja. Also wir sind gerade mal zum Ausrufezeichen. Ja, habe ich gehört. Das sind aber bestimmt auch ein Camp oder so von denen. Müssen wir aufpassen. Sehen wir auch, wenn wir von etwas weiter weg sind. Hast du gerade gesagt etwas oder etwas? Etwas. Ah. Etwas. Ich wollte gerade sagen, du musst zum einen, ja. Ah, ne. Das ist nicht so abwertend. Nein, Hey, hörst du das auch, Pipi? aber vielleicht wollte ich das GPS, wenn du das GPS in der Hand hast, ja. Da ist ein Seil. Ich habe eine Falle gefunden, die lag wie am Boden. Unter uns soll das sein. Pauli. Ja, aber wie kommen wir denn da hin? Au. Bist du runtergegangen? Ja. Hast du überlebt? Ja, ich bin an der Wand so entlang geschlittert, aber hab halt schon. Oh, warte mal, ich weiß, warum wir hier nicht runterkommen. Ich dachte, mit dem Seil kommt man runter, aber da hängt einer dran. Oh. Warte mal, ich schau mal kurz hier vorne. Kannst du das Seil abhaben? Glaube nicht. Ich auch Ich komme nicht. mal zu euch, weil eben auch gerade da irgendwelche Dinger. Das ist hier noch weiter unten. Kann man euch erzählen, dass es nur um den Loot da oben ging? Vielleicht hat er ja irgend, der hat bestimmt so ein anderes GPS-Ding dabei oder so.
Wieder nochmal hoch. Atem piepen, Alter. Man muss den bestimmt irgendwie abschneiden, den Typen da. Ich gehe noch mal kurz hoch, ich schau mal. Ist das Messer in die Hand nehmen? Ja, scheiße, jetzt hängt mein Speer da oben. Ich krieg den auch nicht. Doch! Oh, doch! Taschenlampe! Ja, ich hab ihn abgemacht. Und eine Uhr? Ja. Wo ist denn die Taschenlampe? Ist aber noch ausgefallen. Ich hab auch irgendein GPS-Signal. Ja, ich hab auch, deswegen hat das auch so gepiept wahrscheinlich die ganze Zeit. Aber wo ist hier eine Uhr? Ich hab hier keine Taschenlampe. Du musst mal schauen, die ist hier an dem Stein. Ja doch, ja ich hab sie. Mach dir so Daumen hoch. Eine Zeitbombe. Kelvin hinterher und Kelvin dreht sich einfach um und geht. So, wohin? Ja, was ja. Ich würde halt gerne mal gucken, ob wir nochmal in irgendeine Höhle können oder so. Ja, hier in der Nähe war doch eine Höhle. Ja, hier rechts auf der Karte ist einer, wenn wir hier lang gehen. Moment, ich muss mir erstmal ein paar Pillen nehmen. Ja, ich brauche erstmal ein paar Heilos. Ich kann dir mal welche geben. Ich hab noch Federn. Da hab ich auch noch ganz viele von. Ja, von Steine. Die kleinen Steine. Brauchen wir auch noch. Hab ich auch. Und lass uns mal Richtung Höhle gehen. Nee, wir bauen jetzt nicht noch mal um. Ich möchte halt noch was erleben, bevor ich ins Bett gehe. Wir haben ja noch nicht fertig gebaut. Wo ist die Höhle jetzt? Geradeaus oder was? Geradeaus, ja. Druck da M, dann kannst du auch gucken. Nein. Warte mal, hier war noch irgendwas. Heckenknirsche darf man nicht essen. Das ist schon dicht hier, ne? Wenn man nicht auf dem Weg lang läuft. Mhm. Und wir sind ja auch nicht mehr ganz dicht.
Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Habt ihr die Höhle? Ist die Höhle oben oder ist sie unten? Hier oben, wo ich bin. Beziehungsweise wir. Hier ist einer irgendwo. Ja, hier stehen auch ein paar Leute im Dingen. Da, geradeaus. Ja. Was ist denn hier los? Ah, pass auf, nehm dir. Oh Junge, was denn? Junge. Drei von der Tanke oder was? Ah, der hat einen Twitter. Der hat einen Schleuder. Einfach so selber. Genau. Ja, das ist dasselbe. Twitter, Schleuder. Der Höhleneingang, der muss das kaputt machen, um reinzukommen. Oh, okay. Ich geh rein, ne? Ich komm mit. Ich warte draußen. Wie? Ja. Oh wow, hey, die ist, oh mein Gott, die sieht auch richtig fancy aus. Oh, guck mal, hier sind Stahlseile. Ich glaube, wir brauchen was hierfür, um da. Kann ich hier reingehen? Ja, weiter kommen wir hier nicht anscheinend. Da müssen wir bestimmt. Dann Kletter-Equipment oder so brauchen wir. Die GPS-Daten. Ja. Kommen wir nicht weiter hier. Cool, ich bin immer cooler zu klettern als was mit so einem Kletterhaken. Wer läuft denn hier mit dem Feuerzeug rum? Ich. Ja, mit Taschenlampe. Ich bin da richtig hell. Ja, aber das ist ja. Das ist ja Batterie. Das ganze Geld. Wie viel jetzt erst? Aua. Danke. Hier läuft noch einer. Auf dem Baum. Ja, ja. Ja, sollen wir dann zu diesem. Einer. Geradeaus. Ja, der versteckt sich hinter dem Baum, ne? Ne, der ist vom Baum runtergesprungen und dann hier irgendwo. Aber keine Ahnung mehr, wo er hin ist. In der Nähe von unserem Dings gab es auch. In der Nähe von unserem Lager gab es auch eine Höhle noch. Da irgendwo haben wir doch. GPS-Peilsender. Was kann der denn? Weiß keiner, ne? Wenn wir jetzt wieder nach unten geht, da sind dann auch diese IIs. Was ist da? Diese. Ja, hier diese Peilsender-Dinger. Das hat aber ein längerer Fußmarsch. Audi, wo bist du hin? Hier vorne. Also. Der Typ läuft hier oben. Hey, das ist ein Reh! Meine Rehe! Rehe! Rehfamilie. Sind sie hingelaufen? Weiß ich nicht. Hier kommt ein, Polly! Ah, ich hab doch jetzt einen Bogen! Nein! Toll. Ich hab's aus den Augen verloren. Oh, ich seh's auch nicht mehr.
Und denn der Kelvin hier auf einmal? Steht auf einmal vor mir. Ja. Ist so eine Kiste mit Seilrutschenseile. Wo war die? Ja, wo ich stehe. Seilrutschenseile. Kommen wir damit in die Dings? Vielleicht können wir damit die Dings benutzen. Ja, aber warum konnte ich dann zwei einsammeln? Nee, das macht keinen Sinn. Dann werden die verbraucht oder so. Weiterlaufen. Willst du nach oben oder was? Ja, wenn wir jetzt schon mal ein Stück gelaufen sind, mein genug Essen und so haben wir doch dabei, dann können wir weiter gucken. Hm, ja. Sri! Keine Ahnung, was jetzt hin ist. Er ist alles dicht, ey. Wohin denn, Pauli? Den Weg entlang laufen. Ah, oh, mein Ohr zu drehen. Was? Stopp, da ist das Reh. Da sind zwei. Das ist zu schnell für mich. Komm hier hinterher. Schön, dass der eine steht, dass du so alt bist. Oh, ist das gegenseitig kaputt gehauen? Ich hab nichts gemacht. Hier so dicht, ich sehe nichts. Ja, komm, das soll das sein, bringt nichts. Das Reh lockt uns in eine Falle. Ich hab keine richtigen Hase. So, wo bleibt ihr? Das Reh gefangen und getötet. Auch richtige Därme sehen. Ja. Moin. Hinter mir ist jemand her. Ah! Das war, glaube ich, hinter dem Reh her. Oh ne, er ist neben uns. Sind zwei. Drei. Scheiße, ich muss die Waffe wechseln. Ich muss kurz die Waffe wechseln. Ah, komm, die kommen uns schon hinterher. Lass uns mal auf den Weg gehen, da sehen wir mehr. Schiss hier. Ja, ich hab da so schön auf den Stein geguckt. Dann hab ich so in der Gegend geguckt, wo ihr seid, und auf einmal saß der da auf dem Stein. Hat so halt drauf gesehen, dann hab ich drauf gehauen und dann hatte ich auf einmal Blätter und dann dachte ich, okay. Das ist komisch. Die sind echt gut getarnt, mein Schwarm. Ja, dann machst du so, ey. Trinkt einer. Kabonga! Da kommt noch einer! Der eine ist einfach runtergeflogen. Plus runter. Ja. Und vom anderen den Kopf auch. Nein. Aber mach ich noch Pferdenleser oder was? Rechts von uns ist unser Lager, ne? Dann gehen wir doch mal links. Ja, wir finden unser Lager nie wieder, ich sag's jetzt nochmal. Weil das ist nicht so wie damals, aber ja. Nein, das finden wir schon wieder. Bringen wir auch hier dieses GPS-Ding. Ja, aber da. Vielleicht ist deswegen der GPS-Teil, denn da, dass du den ans Haus dahin legen kannst. Dann würde ich ja gerade mal hinlaufen. Ich lauf's doch gerade hin. Ja, dann lass mal rüber. War das hier unten an dem See? Nee. Wir sind extrem weit weg von unserer Base. Die ist da hinten, in diese Richtung, wo wir gerade hergekommen sind. Da müssen wir zur Höhle zurück und dann nochmal ungefähr das gleiche laufen. Ja, okay. Ich
auf da jetzt hin. Ich bin hinter dir. Hier singt jemand. Was? Ich hab nichts gehört. Radio. Ich höre nichts. Hier ist ein Lager von dem hinter dir. Ah ja, Lager, schön. Alter. Was haben die eigentlich hier? Coconut Cherry. Coconut Cherry. Coconut Milk. Ja. Hier ist nochmal Kleidung, kann ich umziehen. Was Kleidung? Ich glaube, der auf dem Boden. Zurück bis zur Base laufen. Ja, ich weiß nicht mehr, wo die Base ist jetzt. Ich weiß, wo die Base ist. Base ist, Moment. Aha. Da, hinten, diese Richtung. Da lang. Oh mein Gott, Liz hinter dir. Hab's gemerkt. Dann lassen wir uns jetzt zur Base. Boah, es ist richtig weit, ne? Ach so, das ist da hinten. Da hinten der See, der da hier geradeaus ist. Ja. Wo der Weg vorne noch gebogen ist. Das ist so ein bisschen aus wie so ein Elefantenkopf mit so einem extrem langen Rüssel. Ja, vielleicht sollten wir da was platzieren, oder? Da ist ja noch so ein Punkt, der die ganze Zeit blinkt. Ja, da war ja auch was in der Nähe. Das ist das, wo wir die Schaufel für brauchen. Ach so. Ja, und laufen wir jetzt hier gerade weg vom Schuss hier. Vorne geradeaus kommt dann der Weg, an dem müssen wir uns einfach nur kurz links halten und den Weg folgen. Dann kommen wir zur Base. Das ist nicht unser Plus, ne? Hier haben wir gerade das GPS-Ding gefunden, glaube ich. Mhm. Ah ja, das kann sein, ja. Kelvin tot oder warum ist er da hinten am Arsch der Welt? Oh ja, stimmt. Ja, hier ist ein Camp. Ja, das ist das Camp. So, das eine Camp, okay. Dann kannst du nochmal die Kisten aufmachen. Die sind leer. Hä? Kann gar nicht aufmachen. Ah!
Boah. Weiß ich, das hat mir voll ins Ohr gebrüllt. Ich höre schon wieder Musik. Wo ist er jetzt hin? Runter, ne? Er ist safe irgendwo hier. Ja. Ich will irgendwo einen Baum mit der Tür. Ja, wahrscheinlich mit der Box auf dem Rücken. Nee, die Box lag auf dem Boden. Ah, hier ist unsere Base, okay. Ich würde gerne hier. Nom 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 nom. Mann, nee, das eine ist. Das eine ist vergammelt, ne? Ja, sehr gut. Brauchst du noch Essen? Ich hab noch was. Ich würde mal eigentlich gern schlafen, weil ich hab nur meine Energie über das Energy. Meine Energie nur über das Energy. Ja. Wo konnte man hin trinken? Hier, direkt. Direkt hier vorne. Ah. Kannst du dich hinsetzen? Nee. Wie viel haben wir denn? 15:30. Kannst du mir noch mal Nudeln holen? Möchtest du auch noch was? Bitte? Möchtest du auch noch was zu helfen? Was soll? Ja, du sollst die restlichen Nudeln holen. Nein, hol die restlichen Nudeln. Das ist wirklich nicht. Nein. Ich hab jetzt keinen Hunger. Ich kann noch auch was für Kinder. Blumenkasten gebaut, Heidelbeeren. So, ich würde den GPS-Ding hier reinschreiben. Geht das? Können Sie fahren müssen? Nee, geht nicht. Muss da irgendwas Nutzen haben. Ah, man kann da durchklicken. Ach lol. Guck mal auf die. Pauli, bist du da? Mhm. Guck mal auf die Map. Siehst du das Zeichen? Das grüne. Meins? Ja. Ja, das ist der GPS-Tracker. Kannst du durchwechseln. Sachen mit markieren anscheinend. Mit diesem GPS-Tracker kannst du Sachen markieren. Guck. Kannst du das auch markieren? Ich weiß nicht, wie das geht. Ich kann ihn nirgendwo hinlegen. Ich irgendwo hinlegen. Ein Regal bauen oder sowas? Ja, kann man. Du weißt, wo hier in die Ecke kommt. Egal, wir brauchen nur zwei Stück. Ja, zwei Stück. Um die rum. Hier waren nur zwei Baumstämme, oder?
Sonst. Oh, ich kann das nicht. Was? Ja, ich komm da. Ich konnte da draußen. Mach du das mal, ich konnte da draußen. Ernsthaft? Was? Hä? Ich hab das doch gerade gebaut. Warum ist das denn jetzt weg? Weil ich das aus dem Weg gemacht habe, weil ich dachte, das wäre mein. Ja, nichts reinlegen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Pauli macht hier vor den Dungeon draus wegen dem Fackeln an den Wänden. Ich hab uns ein bisschen dicht gemacht. Das sieht voll cool aus. Wo ist der GPS-Tracker? Du denn jetzt her? Ja, da hinten aus der Höhle, da in der Höhle war der. Ne, der war bei den Menschen, bei den Typen. Ja. Aus der Kiste ist der in der Kiste. Okay. Ups, Entschuldigung. Da war mein Stamm wohl dicker als gedacht. Fischspeise. Mir zeigt der GPS-Tracker ein Kreuz an. So. Kannst du durchwechseln? Wie? Mit der rechten Maustaste. Vielleicht müssen wir so Stütz bauen. Den GPS-Tracker. Nee, irgendwie. Ach, es wird dunkel. Wegen dem Dach, ich verstehe es aber noch nicht, wie man so einen Stützdach machen kann.
Hat den Fisch hingelegt. Hat den Fisch da hingelegt? Die hat hier einen Fisch da hingelegt, ja. Achso, ja. Pauli? Ja. Ah, okay. Die sammelt da irgendwas. Oh, das sieht voll cool beleuchtet aus, ey. Fancy, oder? Richtig geil. Also noch an die Ecke. Was dann? Ich finde es gut, dass die dauerhaft leuchten, also hoffe ich. Ich hoffe, dass man die nochmal neu machen muss. Sie sich anzünden. Fischstöcke sammeln. Das ist ja so gemacht, wie ihr wolltet. Das hat das da. Einsammeln Stock, was baut ihr denn hier? Fackeln. Also ich mache noch ein bisschen Beleuchtung noch. Aber ich habe keine Sticks mehr. Warte. Kein Problem. Wo noch? Warte mal, an welchem Baumstamm ist er? So kann ich denn das nicht entzünden? Weil du kein Virus oder Bakterien hast. Schön das Vogelhaus abfackeln. Okay, deswegen konnte ich es ja nicht so nah dran machen, weil das nicht funktioniert hat. Weil es zu nah am Vogelhaus ist. Was ist der hier für ein blöder Pfosten? Na, warte. Ich sollte das ausprobieren wegen dem Dach, ja. Ja. Kein Plan. Was machst du denn da mit dem Schädel? Guck hier. Na. Vielen Dank. Dann sollte es halt der Beleuchtung hier drin reichen, oder? Wollen wir schlafen gehen? Ich gehe in die Kiste. Ich will gerade was ausprobieren. Rauchen. Ich komme. My cigarette, my last cigarette, meine Schatz. Rauchen tötet Menschen. Willst du schlafen, Pauli? Hier ist gut, kann ich halt. Was? Kommst du schlafen? Ja, achso, ich war in der Küche. Was? Sie war gerade in der Küche. Also
bei mir zu Hause in der Küche. Okay, dann beenden wir auch mal die Folge hier.